Haben Sie sich mal gefragt, welchen Weg eine Aktie so geht, bis sie zum Beispiel hier auf der Plattform von Lynx Broker zu handeln ist? Wir schauen für Sie nach. Wir gehen an die CME in Chicago. Wir gehen zur Hauptversammlung von Star-Investor Warren Buffett nach Omaha. Und wir gehen natürlich an die New York Stock Exchange. Und ein einzelner Händler ist dafür die Aktie von Berkshire Hathaway verantwortlich. Kommen Sie mit uns, mit Lynx Broker, auf die Reise und schauen Sie hinter die Kulissen. Ja, anstrengende Anreise geschafft, Jens Rabe. Heute erwartet uns die CME. Sie sind ja da früher zu Hause gewesen. Was können wir denn da erwarten? Naja, heutzutage leider nicht mehr ganz so viel. Ne? Als ich an der Seaboard war, ich ja genau, also auf dem Floor der Seaboard, das ist mittlerweile 12 Jahre her, da waren noch richtig viele Leute da. Da waren das ja noch so 1000 Mann oder 2000 Mann. Ich schätze mal, wenn wir heute 50 treffen, dann wird es viel sein. Also das ist sehr, sehr ruhig geworden, aber es ist nach wie vor natürlich ein beeindruckendes Gebäude und auch der Floor ist, denke ich, für uns alle hier noch ziemlich beeindruckend. Ja, die ganze Gruppe ist ja jetzt mit dabei. Schöne Sache, alle sind gespannt und für viele ja das erste Mal überhaupt hier. Was war denn früher im Gegensatz zu heute da los? Naja, dadurch, dass der elektronische Handel in den letzten Jahren so viel geworden ist, hat sich das natürlich rausbewegt. Früher, 10, 12 Jahre her, so lange ist es ja noch gar nicht, war eben noch ganz viel Handel auf dem Parkett. Das heißt, viele große Institutionelle haben noch auf dem Parkett gehandelt. Es war viel Bewegung da, man konnte auch noch auf dem Parkett anrufen, konnte sich Orders geben lassen, Märkte machen lassen und es war halt einfach so eine ganz quirlige Atmosphäre damals auf dem Floor. Es wurden noch viele verschiedene Märkte gehandelt, jetzt wird ja nur noch der große S&P Future gehandelt und deswegen ist es eben jetzt anders, als wie es damals war. Da stehen wir jetzt hier hinter uns, da ist die Chicago Board of Trade, riesiges Gebäude. Und die Handelssäle sind, glaube ich, im 5. und 6. Floor. Also muss man sich vorstellen, wir werden es dann vielleicht auch sehen, wenn wir es auf Video aufnehmen dürfen. Das ist also relativ hoch und da ist also oben drin sind alles Büros, es sind überall Händler drin und verschiedene Broker, Finanzinstitute. Also da spielt schon die finanzielle Musik hier in Chicago. Good. Good seeing you. How you been? Things are going well. Yeah, absolutely. Good to see you. Jetzt sind wir hier auf dem Floor der CBOT und hinter uns, das ist der Euro-Dollar-Pit. Also da werden Zinsoptionen gehandelt auf den Euro-Dollar, das ist ein Zinskonstrukt. Die Futures, die wurden hier nebenan gehandelt. Der Future-Pit ist jetzt aber leer, das wird nur noch elektronisch gemacht. Und ansonsten auch, wie gesagt, vor Jahren haben hier noch Tausende von Händlern gestanden. Es war ein richtig enges Gedränge. Einer der Kollegen hier, der Händlerkollegen, hat uns gerade erzählt, wenn früher einer umgefallen ist, dann ist man darüber gestiegen, weil man so viel Geschäft machen musste. Jetzt ist das eben nicht mehr. Und vielleicht noch eine witzige Sache hier. Ihr seht, wenn ihr auf den Boden schaut, dann seht ihr, dass hier überall Papier rumliegt. Und als ich das allererste Mal hier war, habe ich mich gewundert, warum die Händler das ganze Papier, was sie hatten, einfach immer kleine Stücke zerrissen haben und runtergeschmissen haben. Und das hatte aber nichts mit Faulheit oder Ähnlichem zu tun, sondern das ist effektiv, weil es ist einfacher für die Reinigungskräfte, hier am Abend einmal durchzukehren, anstatt Papierkörbe leer zu machen. Deswegen hat eben jeder Händler, wenn er einen Auftragszettel hat oder irgendetwas, was er nicht mehr brauchte, hat er das einfach zerrissen, hat das Ganze runtergeschmissen und deswegen sah es immer ein bisschen wild aus, aber war alles effektiv, war alles logisch. Nachdem wir jetzt hier am Gebäude der CBOT waren, den Chicago Board of Trade, sind wir jetzt bei der CME, die Muttergesellschaft. Und hier in Chicago sitzen halt fast alle Angestellten der CME Group hier in diesem Gebäude, ungefähr so 1200. Und früher war das auch ein Tradingplatz, also gab es auch einen Floor. Da wurde vor allen Dingen Fleisch gehandelt, also vor 10 Jahren noch, die ganzen Händler hatten alle dieselben Jacken an. Im CBOT-Gebäude hatten die alle so unterschiedliche Jacken an, hier überall die gleichen. Und jetzt ist eben, wie gesagt, die ganze Verwaltung drin und eben auch das, was wir uns jetzt anschauen werden, nämlich die Globex, also der elektronische Handel. Das, was also da unten jetzt bei der CBOT weg ist, das findet jetzt alles hier statt, aber eben alles im Computer. Und jetzt gehen wir mal rein. Wahnsinnig viele Informationen haben wir heute bekommen, die Experten aus vielen Bereichen. Es waren so viele Fremdwörter da. Hast du alles verstanden?
Naja, alles wäre jetzt gelogen, aber zumindest den großen Zusammenhang habe ich immer verstanden. Und es waren viele, viele neue Informationen auch dabei. Also selbst wenn man so lange schon dabei ist, gibt es doch immer wieder neue Dinge. Man erfährt natürlich auch neue Produktentwicklungen und so weiter. Also es war super spannend auf jeden Fall. Und alle sind auf uns hier eingegangen. Es gab zum Beispiel einen Kollege, der extra aus New York zugeschaltet wurde. Da ging es zum Beispiel um Kupfer, Gold. Ja. Auch da nimmt man die Anregungen von Tradern gerne auf. Absolut. Da merkt man einfach, das ist halt Amerika. Das ist eine Dienstleistungsgesellschaft und auch so eine Börse, die sieht sich eben hier als Dienstleister, weil sie eben sagt, okay, wir bieten ein Produkt an, aber ihr, die Trader, ihr müsst es letztendlich auch annehmen. Und da versucht man schon alles auch zu machen, dass wir es annehmen. Und das ist natürlich großartig, weil man natürlich so sich auch ernst genommen fühlt und nicht so denkt, ah, das ist diese abstrakte, große Institution.